Herzlich willkommen im Aquacentrum. Ich bin der Michi. Heute seht ihr aus unserer Reihe Kundenreferenzen einige Videos und Bilder vom Aquavolta Cavendish. Interessante Details kommentiere ich dann für euch. Diese Kundin zum Beispiel hat ihren Aquavolta Cavendish an der Wand rechts neben der Spüle montiert. Alle unsere Ionisierer können auf diese Weise angebracht werden. Interessant finde ich hier die Verlegung der Schläuche und dass sie das saure Wasser mit einer Siphonklemme direkt in den Abfluss leitet. Dieser Aquavolta Cavendish wurde fest an die Wasserleitung angeschlossen. Der Schlauch zum John Guest T-Stück wurde hier mit einer kleinen Bohrung durch die Arbeitsplatte realisiert. Am Kaltwasser-Eckventil sieht es so aus. Mittlerweile haben wir schon das Nachfolgemodell, den Aquavolta Cavendish 2.0. Dieser Ionisierer zeichnet sich durch seine bewährte Technik, den verbesserten Kalkschutz und einen optionalen Bedienhahn aus. Durch diesen kann das Gerät untertisch positioniert werden. Das kommende Video erklärt sich selber. Ja, das hier ist unser neuer Aquavolta Ionizer, der für uns basisches Wasser macht, das zuvor noch über einen Multifilter aufbereitet wird. Wir hatten schon das Vorgängermodell Nexus Blue, der ähnlich aufgebaut ist, denselben Filter hat, auch dieselbe Funktion über den Wasserhahn, mit kaltem Wasser versorgt wird. Da sollte man auch Acht geben, dass es kaltes Wasser ist. Hat hier eine verbesserte Anzeige, in der man die Filterleistung in Litern sieht, die Running Time, den pH-Wert, der so eingestellt ist, und den Fluss in Liter pro Minute. Wir haben auf Alkaline 3 eingestellt. Das ist etwa pH 9,5, 9,8. Das neue Gerät finden wir deutlich verbessert. Es hat eine automatische Polumkehr, die man nicht mehr merkt. Das heißt, man kann immer alkalisches Wasser entnehmen und muss jetzt nicht auf die Anzeige achten, ob er gerade die Polumkehr, das heißt zur Entkalkung, statt alkalischem Wasser saures Wasser produziert. Ja, wir sehen hier die Wasserstoffbläschen. Wie schon beim Vorgänger ist die Wasserqualität hervorragend. Wir leben hier in einer sehr guten Naturlage mit gutem Wasser, aber trotzdem wird es manchmal zum Beispiel mit Chlor versetzt. Und dieses Gerät bereitet das Wasser so auf, dass man nichts mehr vom Chlorgeruch spürt oder schmeckt. Das Wasser schmeckt insgesamt sehr gut, auch mit einer kleineren alkalischen Stufe, allein durch die Filtration. Und wir haben es ausgetauscht durch Inzahlungnahme unseres alten Gerätes. Der Herr Akün vom Aquacentrum hat uns ein sehr gutes Angebot gemacht. Und ja, somit war es die richtige Entscheidung. Viele Grüße an alle Anwender oder alle, die sich's überlegen. Ein tolles Gerät. Der Aquavolta Cavendish dieser Dame wurde mit einem Umschaltventil am Wasserhahn montiert. Das Gerät, wie man sieht, wurde an der Wand angebracht. Das leckeres Powerwasser. Ich drehe Wasser auf. Level 4 Alkaline Water selected. Und da kommt mein trübes Wasserstoffwasser. Basisch, verjüngend. Und das trinke ich jetzt auf euer Wohl. Prost! Mensch, Kader, du siehst ja jünger aus wie sonst. Der nächste Cavendish wurde auch wieder mit einem Umschaltventil am Wasserhahn angebracht. Bemerkenswert finde ich hier, dass der Kunde das saure Abwasser auffängt, um damit sein Obst und Gemüse zu waschen. Beispielhaft. Wir nutzen das Gerät jetzt ungefähr seit 2 Jahren, die ganze Familie, und wir verbrauchen ungefähr 8 Liter am Tag.
Wir nutzen den Aqua Volta Moses. Der Anschluss, der Ablauf. Und das Gerät. Es funktioniert einwandfrei. Wir wollen das mittlerweile nicht mehr missen. Wir trinken täglich die Stufe 2. Wir haben es lange Zeit lang mit der Stufe 3 probiert. Das hat auch funktioniert, war aber wohl doch ein bisschen zu viel. Wir haben es jetzt reduziert auf 2. Täglich Minimum 2 Liter. Meistens fangen wir noch an, morgens schon mal ein Glas zu trinken. Das tut unheimlich gut, so direkt auf den nüchternen Magen. Und es funktioniert vom Gerät her einwandfrei. Es funktioniert vom Wasser einwandfrei. Wir nutzen auch die großen Flaschen. Wir haben also kleine Flaschen und auch die großen Flaschen, die mitkamen. Leider Gottes haben wir 4 Flaschen und immer noch die erste, denn es geht keiner kaputt. Also eigentlich positiv. Wir möchten das Ding auch noch, wenn es geht, lange Zeit behalten, ohne Probleme. Wir haben auch bis jetzt keine Probleme gehabt. Der Filterwechsel funktioniert immer reibungslos. Wir machen das nach einem halben Jahr. Entkalkt wird regelmäßig nach etwa 4 Wochen. Im Entkalkungssatz ist nicht viel drin. Also man merkt keine Steine oder keine Kalkbrocken, sodass ich denke, dass das eigentlich ganz gut ist. Jo. Und wie gesagt, jetzt brauchen wir einen neuen Filter und deshalb schicke ich mal das Video, weil diese Aktion finde ich gut. Weiterempfohlen habe ich sie mittlerweile auch schon 2-mal. Einmal wurde wohl ein Gerät bestellt, beim 2. Mal, da weiß ich noch nicht, ob da ein Gerät bestellt wird. Das kommt aber jetzt nach, denke ich mal, kurzer Zeit. Und ja, Grüße aus Ingelheim. Ja, vielen Dank nach Ingelheim. Auch für die Erwähnung, wie wichtig die regelmäßige Entkalkung und der Filterwechsel für einen Ionisierer ist. Schönen guten Morgen, wir sind jetzt gerade in dem schönen Frankfurt unterwegs für das Aquazentrum in München und haben da wieder ein wahnsinnig tolles Ionisierungsmaschinchen, die Aqua Volta montiert. Und mir sollte mal sagen, das hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich stelle mir mal das Gläschen dran, du darfst auch natürlich mitbringen, trinken. Und ich sage einfach mal, es war natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil die Spülmaschine dran ist, Waschmaschine und unser Gerätchen dran, aber alles kein Problem. Was soll man sagen? Ui, man sieht ja schon, es schmeckt schon wahnsinnig gut. Und ich muss sagen, Aquazentrum weitermachen, wir wollen alles saubere Wasser haben. Tschüssle. Respekt. Wenn Sie bis hierher geschaut haben, interessiert Sie bestimmt auch unser neuer Aqua Volta Cavendish 2.0. Sehen Sie sich dazu einfach den Videovorschlag im Abspann an oder besuchen Sie unsere Website aquazentrum.de für ausführliche Informationen. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Michi, Ende.